Also, zur Sachlage, 2 Stunden dauert die Sache ungefähr. Sie haben 2 Pausen, wo Sie kurz mal aussteigen können. Am Europa Center, das ist also mit Laserstrahlen projiziert. Bleibt, dann würde ich Ihnen sagen, Potsdamer Platz, das kann man ja mit den Öffentlichen leicht erreichen. Das Geschichte Berlins natürlich auf diesem Gesicht sind dann immer wichtige Politiker projiziert, die hier eine Rolle spielten, und im Laufe der Zeit taucht dann da auch Adolf Hitler auf. Das hat einen Sturm. Sie können sich jetzt aufregen und sich in der Persönlichkeit jetzt gerade los. Und aber 10 Minuten müssten also reichen. Wer so fotografieren möchte, kann gerne ausschalten. Sie können auch einfach sitzen bleiben, Bus, wenn Ihnen das der Ausblick von hier aus reicht. Aber wer fotografieren möchte, Rathaus gewesen. Das ändert sich auch gleich nochmal, dieses Bild. Sind, glaube ich, 3 oder 4 verschiedene Bilder. Sehr schön. Sehr interessant, also weil Sie müssen ja auch ein Gerät haben, dass das da drauf. Die neue Wache, zentrale Gedenkstätte der Bundesrepublik, weil Opfer von Terror, Gewaltherrschaft. Und rechts dann in Gelb auch die Humboldt. Und ja, sehen Sie rechts im Eingangsbereich der Humboldt. Hier links wie rechts kann man ein bisschen was sehen. Moment, können wir. Große Stern, der Platz im Zentrum des Tiergartens, die wird angestrahlt zusammen mit Festival of Lights. Sie sehen diese Herzen, das ist jetzt hier eine Laserstrahl gemachte Lichteffekt, die da so hoch blubbern. Kann man jetzt hier sehr schön.